I wonder if this is what Irving meant by answers. Not sure, but obviously there's a connection with Umbrella, and that's never a good sign. We can worry about this later. First, we need to find. Kann hier ein Emblem riechen, Andy. You're right. Let's see what we can dig up. Ich habe jetzt erstmal den Undertitle lesen. Mir fällt auf, ich hätte vielleicht in Anbetracht der Tatsache, dass jetzt hier wahrscheinlich bald wieder ein Boss kommt, mich heilen sollen. Sieht wie Wasserreiniger aus. Das Wasser ist wahrscheinlich für die Blumen gedacht. Ich hätte nur ein grünes Ding. Ja, jetzt erstmal zwei nicht. Grüne. Erstmal nicht. Es würde dir wahrscheinlich reichen. Nee. Erstmal nicht. Nee. Juwelenkäfer. Erstmal nicht. Hat Patrick schon wieder übersehen? Ich wusste doch, dass du da noch hingehst. Ach so. War doch ein Test, Mann. Und du bist durchgefallen. Wieso denn? Du hast es nicht liegen lassen. Du zerstörst die Umwelt. Ach, hä? Wollt mal hören, wie die Waffe klingt, jetzt weiß ich's. Hat Umbrella mit diesen Blumen Forschung betrieben? Umbrella! Vielleicht haben sie ja auch. Was? Da ist ein Buch? Also. Aus dem Tagebuch des Forschungsleiter Brandon. Brandon, Number One. 1966, 4. Dezember. Mr. Spencer hat einmal von einer Blume namens Sonnentreppe berichtet. Angeblich verleiht sie unglaubliche Fähigkeiten. Alle glaubten, das sei nur ein Gerücht und eine Legende. Aber spätere Forschungen zeigten, dass wir falsch lagen. Der erste, der sich von der Wahrheit dieses Gerüchts überzeugen konnte, war mein Lehrer Dr. James Marcus. Das war der aus dem Nuller. Oder? Ja. Er nahm an, dass ein bisher unbekanntes Virus existiert, das in der Lage ist, die DNA zu verändern. Der Mann war so weitsichtig. Das klingt irgendwie sarkastisch. Seine Hypothese erwies sich als korrekt. Das an der Blume entdeckte Virus wurde Progenitor genannt. 3 Monate lang arbeiteten wir wie Besessene unzufrieden mit den Ergebnissen und unter ständigen Angriffen der Deep. Was? Deep Pyre? Doch letztendlich wurden unsere Bemühungen belohnt. Selbst sagte Markus, der bis gestern noch so erschöpft aussah, hatte gute Laune. Er will nach Hause zurückkehren, um sich in seiner Forschungsarbeit zu vertiefen. Mir geht es genauso. Ich will die Geheimnisse des Progenitor-Virus so schnell wie möglich forschen. 1967, 12. Februar. Wir sind mit unseren Latein am Ende. Wir haben die Progenitor-Blume aus Afrika mitgebracht und versucht, sie hier zu kultivieren. Die Proben der ursprünglichen Kultur des Progenitor-Virus, also ich kann es nicht aussprechen, haben keine DNA-verändernden Merkmale gezeigt. Wir haben die Blume kultiviert, um die Massenproduktion des Virus einzuleiten. Zunächst lief alles wie gewünscht. Die Pflanze waren stabil und wuchsen schnell. Innerhalb kürzester Zeit blühten sie. Doch hier trat das Hauptproblem auf. Blumen enthielten kein Virus. Möglicherweise ist die Entwicklung des Virus von der Umgebung abhängig, in der die Pflanze wachsen. Dies bedarf einer weiteren Untersuchung. 23. März. Wir konnten keinen Fortschritt erzielen. Wir haben versucht, die Blume unter verschiedenen Bedingungen anzubauen, konnten die Entwicklung des Virus aber nicht auslösen. Bisher haben wir die Erde und das Wasser ausgetauscht, sowie Temperatur und Lichteinwirkung verändert. Ohne Erfolg. Ich hatte eine hitzige Diskussion mit Dr. Markus über die Richtung unserer Forschung. In deren Verlauf äußert Mr. Spencer die törichte Idee, ein Unternehmen gründen zu wollen. Ohne das Virus hat die Gründung eines Unternehmens keinen Sinn. Begreift er das nicht? Zwecklos. Fertig? Ich bin fertig, hat es. Ich habe hier nur was vom Bauleiter. Jetzt haben wir die Andy Paya endlich aus diesen Ruinen vertrieben. Ich habe gehört, dass es nur um dieses Blumenfeld ging, aber im Moment habe ich andere Sorgen. Dieser Bau ist der absolute Albtraum. In diesen Ruinen etwas zu bauen, ist eh schon so gut wie unmöglich. Und um überhaupt anfangen zu können, mussten wir die Grundwasserkanäle umleiten. Dadurch wurde das Blumenbeet aber nicht mehr richtig bewässert und jetzt gehen die Blumen ein. Erst Krönung des Ganzen sitzt mit der Forschungsleiter Brandon im Nacken. Er will die Anlage mindestens 3-mal so groß wie ursprünglich geplant. Das wurde genehmigt und dann wurde der vorherige Bauleiter Peter gefeuert. Keine Ahnung warum, vielleicht hat er sie falsch angeguckt oder so.
Wenn die Pflanzen eingehen, blüht mir dasselbe, der arme Pete. Diese Wissenschaftstypen sind echt wie ein Schmerz im Allerwertesten. Ich hoffe, dass wir bald neues Wasser finden. Anscheinend gibt es im Grundwasser ungefähr 500 Meter Tiefe. Das ist ganz schön tief, also werden wir das neue Pumpensystem von Fabiana brauchen. Nee, Fabiano. Hoffentlich funktioniert das, aber wenn man bedenkt, wie bisher alles gelaufen ist, geht bestimmt irgendwas schief. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wann wir die neuen Pumpen bekommen werden. Selbst wenn alles glatt läuft, schaffen wir es nie im Leben, sie bis Ende des Jahres zu installieren. Wahrscheinlich müssen wir das Wasser mit eigenen Händen ranschaffen, damit die Blumen nicht eingehen. Sieht aber so aus, als würde ich das letzte Weihnachtsfest der 60er in einer dunklen Höhle verbringen und Gärtner spielen, statt bei meiner Familie zu sein. Was für ein beschissenes Leben. Das folgende Schriftstück ist neuer, das Tagebuch des Verwalters. Die Pumpen bewässern die Brockenitor-Blumen ordnungsgemäß, sind aber sehr wartungsintensiv. Sie wurden vor über 30 Jahren von Umbrella installiert. Ein Wunder, dass sie überhaupt noch funktionieren. Der Speichertank hält kaum noch dicht, die Pumpen müssen dringend ersetzt werden. Per Zufall habe ich das Tagebuch des Bauleiters von Umbrella gefunden. Er schreibt, dass die Pumpen von einer Firma namens Fabiano stammen. Ich glaube, in unserer Abteilung für die Entwicklung natürlicher Ressourcen benutzen wir auch Fabiano-Pumpen. Ich werde mit Mr. Irving sprechen, dem Vorarbeiter der Ölanlage. Vielleicht kann er unsere neue Pumpen besorgen. Wo waren das Ding? Das Emblem. Unter dir praktisch. Hier, die unter der Brücke. Ah, okay. Juti. Oh, wir müssen die Tür zusammen öffnen, das kann nichts Gutes bedeuten. Okay. Das war eher schlimm. Maschinengewehr, ganz viel Maschinengewehr. Ich hab alles hier. Aus dem Tagebuch von Brandon, dem Leiter des Forschungszentrums. 1998. 16. November. Wir haben das Forschungszentrum geschlossen. Es ist seltsam, aber eigentlich ist mir das alles egal. So war es auch, als ich erfuhr, dass das Arclay-Labor und Raccoon City zerstört wurden. Warum bin ich nur so teilnahmslos geworden? Ich habe jeden wachen Augenblick der Erforschung und der Extraktion des Prognito-Virus gewidmet. Was ich auch tat, habe ich für Dr. Marcus getan. Wahrscheinlich ist mir alles gleichgültig geworden, als ich vor all den Jahren erfuhr, dass er gestorben ist. Ich war weder wütend noch glücklich oder gar schockiert. Ich fühlte gar nichts, als ob meine Emotionen abgeschaltet waren. Ich habe einfach weiter die Proben an die Umbrella-Labore geschickt. Ich war nichts weiter als eine Maschine, die dem Umbrella-Hauptquartier Bericht erstattete, wenn einer meiner Mitarbeiter einen Durchbruch erzielte oder etwas Neues entdeckte. Wie ein Zombie bin ich durchs Leben gewankt. Keine Gedanken, keine Gefühle. Jetzt wurde das Forschungszentrum, in dem ich die Hälfte meines Lebens verbracht habe, geschlossen. Und es ist mir völlig egal. Wahrscheinlich ist es so egal, dass er jetzt diese Zeilen niederschreibt. Wahrscheinlich ist es gut so. Vielleicht ist es zu spät, jetzt noch so etwas wie ein Leben zu beginnen. Telegramm von James Marcus. James Marcus. Entwicklung des T-Virus erfolgreich. 13. Januar 1978. J. Marcus. Wow, das war aber viel. Ja, welch ein glücklicher Zufall, dass jeder Tagebuch schreibt, das stimmt. Man hat sogar gesehen. Und ich habe nicht drauf gefeuert. Ich glaube, wir kommen jetzt zu der Stelle, in der mein Freund mich damals so hart gearscht hat. Ich glaube, wir kommen jetzt zu der Stelle. Rechnungskopie. Umbrella-Ausbildungszentrum Dr. James Marcus. 5 in Klammern. 5. Behälter mit den blöden Virusproben. 15. Dezember 1977, Direktor der Afrika-Forschungszentrale Brent. Oh wow. Wusste nicht, dass hier eine Cutscene anfängt. I don't know how, but they could be using them to produce biological weapons. Okay, das war's schon. This is the facility from the picture, no doubt about it. We're finally getting somewhere. Tagebuch des Trizellforschers Miguel Nummer 1. 19. Februar. Als ich erfuhr, dass es sich um das Labor in Afrika handelte, das Umbrella benutzt hatte, waren die Erwartungen hoch. Doch als ich es sah, nun ja, ein richtiges Labor war es nicht. Ich weiß nicht, wie Umbrella es je nutzen konnte, geschweige denn, was Tricell damit anfangen könnte. Der Ort ist vor langer Zeit verlassen worden und es gibt nichts, was uns von Nutzen sein könnte. Es ist kein einziger Ausrüstungsgegenstand erhalten, jedenfalls keiner, der funktioniert.
Ich kann nicht behaupten, dass mich das überrascht, denn ich habe so etwas schon fast erwartet. Aber das Wichtigste ist ja noch das Progenitor-Virus. Wenn wir das Virus nicht unbedingt für unsere Forschungen gebraucht hätten, hätten wir dieses verwahrloste Labor gar nicht aufsuchen müssen. Wir hatten bereits... Wie du auch einen Computer anmachst und ich das bis hierher höre. Ah, nicht! Wir hatten bereits Proben des T-Virus, G-Virus, T-Veronica-Virus und sogar das Las Plagas-Parasiten. Also eigentlich alles, was wir für unsere Forschungen benötigen. Uns fehlte nur das verdammte Progenitor-Virus. Also hier bei dir. Ich habe einen Computer angemacht. Doch schließlich fanden wir es. Hoffentlich verhilft es uns so zu unserem ersehnten Durchbruch. Ich kann es kaum erwarten, endlich damit zu arbeiten. 7. März. Ich frage mich, wer den Spitznamen Licker auf Deutsch so viel wie Ablecker für diese Kreaturen erfunden hat. Angesichts der langen Zunge... Tatsächlich, ja, auf Deutsch. Angesichts der langen Zunge ist das die perfekte Bezeichnung. Aber für Forscher wie mich sind BOVs... wie die Licker einfach nur ein Ärgernis. Zu behaupten, dass Licker perfekt seien, wäre übertrieben, aber sie stellen sozusagen eine Sackgasse der Evolution dar. Es gibt nichts zu verbessern. BOVs, die mit Hilfe des T-Virus entwickelt wurden. Ja, ich sehe es gerade. Zeigen anscheinend keine schwerwiegenden Verbesserungen, wenn sie das Progenitor-Virus erhalten. Die Verbesserungen beschränken sich nur auf Kleinigkeiten, zum Beispiel den Geruchssinn. Weiter sind wir allerdings noch nicht gekommen. Sie sind immer noch blind wie ein Maulwurf und hässlich wie die Nacht. Die Verbesserung in ihrer Fortpflanzungsfähigkeit scheint ihr größter Evolutionsschritt zu sein. Ich hasse es, wenn etwas nicht nach Plan verläuft, aber da die Nachfrage nach Lickern immer noch recht groß ist, ist das wohl halb so wild. Die Ablecker, die Guten. E-Mail an einen Bekannten. Hallo. Ich weiß, es kommt etwas plötzlich, aber ich hab dir nichts Urlaub. Was machst du da? Gar nichts, drehst du weiter. Das neue Projekt, in Klammern, sorry, aber du weißt ja, dass ich nicht darüber sprechen darf, Klammer zu, ist fast abgeschlossen. Wir bekommen extra Urlaub als Belohnung für unsere harte Arbeit. Alle Mitarbeiter hauen morgen ab. Endlich können wir das Land verlassen. Ich fliege zurück nach Arizona. Ich freue mich schon darauf, euch alle wiederzusehen. PS, irgend so ein Spaß, die macht die Tanks kaputt. Steht da wirklich Spaß, die? Nein. Und aber noch mehr freue ich mich endlich... von dem allmächtigen Miguel wegzukommen. Miguel. Der denkt, er sei sowas wie ein Supergenie. Er sitzt bei der Arbeit neben mir, versteht mich nicht falsch. Er ist schon ein guter Forscher. Er hat gute Ideen und ein gutes Auge für Einzelheiten, aber immer wenn er den Mund aufmacht, erzählt er einen, wie toll er ist. Der heißt nicht Miguel. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr er nervt, sich das den ganzen Tag anhören zu müssen. Wir sollten ein Beruhigungsmittel entwickeln und ihm verabreichen. Aber lassen wir das. Die Hauptsache ist, dass ich in ein paar Tagen nach Hause komme. Ich werde mich dann bei dir melden. Wir müssen dringend mal wieder um die Häuser ziehen. Brauch diesen Urlaub. Bis dann, Brian. Lass du meinen Computer in Ruhe? Schade, dass er nicht kaputt geht, das wäre lustig. Das ist so ein 486er mit Turbo-Knopf, Mann. Also ich bin mir jetzt hundertprozentig sicher, dass wir an der Stelle sind, an der mein Kumpel den übelsten Scheiß gebaut hat damals. War es wenigstens witzig? Es war super witzig, ja. Hätte man da schon klippen können, wir hätten uns... Ich würde mich heute noch totlachen. Machst du den jetzt mit mir auch, ja? Kann ich nicht. Keiner von uns. Doch, du hast einen Granatwerfer, du könntest es. Okay, was muss ich tun? Also ich erzähl's danach, weil sonst würde ich jetzt vielleicht was wegnehmen. Oh. Halt, bleib da. Ah, hast du es eigentlich gesagt? Ich dachte, ich hab's bekommen. Komm näher. Ihr dacht, ich hab's nur bekommen. Halt, bleib da. Geh schon auf den Keks, weißt du das? Hab ich danach gefragt, oder was? Nee, aber das ist mein Inventar leer. Ade. Guckst du auf mein Booty? Nein. Jetzt hast du aber den Filter an, oder? Stimmt. Weil bei dir ist es jetzt um einiges grüner als bei mir. Das ist nicht gut, dass du gesagt hast. Ich hab's einfach völlig vergessen. Ah, das war ja gerade immens grün bei dir. Ist das Wolverine? Ey, Mr. Green. Mr. Green. Oh, ein Hebel. Bitte benutze ihn nicht. Psst, leise jetzt. Die Viecher sind blind. Die können uns nur hören. Und riechen. Hallo?
Da ist ein Hundi. Das ist eine Hyäne. Hast du auch gelesen? Was genau? Komm mal kurz her, bitte. Oh, komm schnell her. Komm kurz her. Stell. Direkt. Okay, hat sich erledigt. Ich muss schon mal herkommen. Er hat den Hund erschossen, ja. Ich war es nicht. Ich habe die Hyäne erschossen. Ich habe alles erschossen. Nur dich nicht. Wieso soll er mich jetzt umbringen? Ich habe nur die Gazellen umgebracht. Das hätten alles böse Tiere sein können. Hyäne, Gazelle und Maulwurf, glaube ich. Der Maulwurf war der böseste von allen. Was, ey, was für ein Hund? Ich habe eine Hyäne erschossen. Maulwürfe, weißt du, was die machen? Fixen Winterschlaf. Ja, das ist eine Hyäne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eine Hyäne ist. Du. Ja, also wie ein Hund sieht das nicht aus. Ja, hätte ich gesagt, das ist eine Hyäne. Maulwürfe sind voll fies. Die fangen sich Regenwürmer für den Winterschlaf und die beißen den immer zur Hälfte ab. Und zwar den Kopfteil. Damit die nicht abhauen können. Und dann wachsen die nach. So hat er immer frisches Fleisch in seinem Bauch. Ist doch wunderschön. Guten Tag, Sasa. Schön, dass Sie da sind. Ein Sasa has appeared. Ja, so mache ich so die Sicherheitstüren auch immer auf. Vor allem, wie du dir wahrscheinlich den Fuß brechen würdest. Mhm. Wow, wusste es. Weapon AK vor wen? Ja, für dich. Iron Wand. Manche zählt unter. Das zählt unter MP, denke ich, oder? Also Maschinenpistole, Muni halt. Das ist also der Überwachungsraum, aber die Monitore sind alle ausgeschaltet. Das ist aber jammerschade. Ich habe keinen Hund erschossen, ich habe eine Hyäne erschossen. Ja, du bist echt blind wie ein Maulwurf. Wieso du? Ich übernehme den Chat, während du dich hier umguckst. Was ist dein Problem? Du. Anscheinend ist der Teamschaden doch aus. Ja. Obwohl ich ihn nicht ausgemacht habe. Komisch. Okay. Ich schwöre, ich habe die eingesammelt. Waren da zwei? Ach nee, ich bin voll, deswegen. Ja, nimm ich's mit. Konzern hat komplett. Jetzt hast du wegen einen Schuss. Echt? Ja. Einen Schuss gelootet. Dann lad nach. Warte mal, ich gebe dir jetzt einfach das rote Kraut, weil wenn du ein grünes findest, kannst du es kombinieren. Ende. Da ist Maschinengewehrmuni. Solange sie kein Reh erschießen, aber ich habe Gazellen erschossen. Also, das ist dasselbe. Da sind ganz viele drin. Kam mit eigentlich die lustige Szene schon? Nein, die lustige Szene kommt jetzt. Just to be safe, we should be as quiet as possible. Wow. Was kann man dazu sagen? Was halten die aus? Ja, danke für den. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Danke, Sasa. Hier geht leider gerade alles schief, deswegen. Danke für den Sub.
Also ich kann dir ja in einem dieser waren, glaube ich, ein Emblem. In dieser Räume. Ich habe jetzt keins gesehen. Nicht? Irre ich mich. Also ich kann dir erzählen, was mit dem Kumpel war. Wir kamen in den Raum. Haben hier gerade mal gesehen, links, rechts, aha, okay. Und dann habe ich nur gehört, wie er angefangen hat, diabolisch zu lachen und hat mit dem Raketenwerfer sämtliche Gläser kaputt geschossen. Normalerweise kommt man hier nämlich durch, ohne dass die kommen. Weiß jetzt nicht, wieso es bei uns passiert ist. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eigentlich nichts gemacht. Die sind voneinander gekommen. Wir hätten vielleicht nicht stehen bleiben sollen. Ich bin ja dann stehen geblieben. Warum sperrt man auch so gefährliche Viecher in bruchsicheres, nicht sicheres Glas ein? Ich verstehe nicht, okay. Ich finde, das ist absolut sicher. Oh, Maschinengewehr-Munition. Wow. Hey! Da stand untersuchen, ich wollte es noch nicht benutzen. Eigentlich müssten wir uns nur hinstellen. Da dürfte nichts passieren, oder? Dann willst du sie umbringen? Jetzt sehe ich schon was. Löwenherz. Schau, da hat sich's gelohnt. Das hört sich anders, wäre es viel wert. Arre-Ragu! Genauso so. Ich mach's jetzt nur nicht zu laut, weil sonst explodiert wahrscheinlich von jedem das Trommelfell. Ah. So. Pistolenmunition. Pistolenmunition. Handgranate. Handgranate. Die hab ich am liebsten. Ich hab Bauchweh. Ja. Vielleicht hätte ich kurz stehen bleiben sollen. Ich wollte dich gerade heilen, weil... Ach, egal. What the hell? Das sieht fast so aus wie in der Serie. Nur fast. This is the pictures too. Wait. That means Joe might be here. Oh, Selbstzerstörung? Menschen kommen rein, die Kammer so kontaminiert. Lebende Subjekte. Ich habe noch keinen Aufschlag gehört. Wieso hast du ein Faultier-Emote, Sasa? Ja, ich weiß auch, warum du es nicht magst, Alter. Dieses Kapitel. Vorhin fand sie die Licker nur geil. There's so many. They must be kidnapping people from all over the world to experiment on. It stopped. Wie er sich umdreht. Why? That's why. The itty bitty spider. Bist du ausgewichen? Also ich hab gedrückt. Hey, oh, bleib mal neben mir. Wow. Hat sich gelohnt? Da war nichts fürs Ausweichen. Zum Drücken.
Diese Räume machen viel zu viel Spaß. Eigentlich ist es mehr wie so eine Krabbe, ne? Ich hab gedrückt, Game. Ich bin unglücklich. Go away, little faggot. Ja, mal ruhig halten. Finde ich gut. Gott, mit dem Sniper kann ich es sehr knicken, ey. Ah, go away. What happened? Ich hab was aufheben wollen und bin da doch ausgewichen, weil ich F drücken sollte. Oh, meine Pistole muss nachladen. Also manchmal klappt es mit dem Drücken nicht, obwohl man es zur richtigen Zeitpunkt drückt. Und jetzt hatte ich nicht immer was zum Drücken. Ich würde gerne den ganzen Loot haben, der da lag. Ja, wahrscheinlich ist das noch okay, also weil es nicht mehr wirklich wie eine Spille aussieht, ne? Der ganze Tank voll mit Pisse. Bäh. Ja, irgendwo muss es hin. Man balsamiert sich selber. Crap haben wir gerade fertig gemacht. You
There's nothing here worth throwing your life away for. She's lying. She knows something. It's time we get some answers. Aber wohl nichts mit Loot. Nee, leider nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Ich geh schnell biedeln. Mhm. Da ist die AK. Ja, hat auch MG-Muni. Aber Feuerkraft deutlich die höchste bisher. Okay. So. Kapazität, damit ich wieder Munition habe. Kapazität, damit ich wieder Munition habe. Das kriegt der Andy. Das kriegt der Andy. Das kommt weg. Da habe ich jetzt echt viel. Also. Das kommt hier hin. Die Granaten behalte ich mal lieber. Heilung. Nehme ich eine Heilung mit. Ja, ich nehme eine mit und verbinde es mit dem roten Kraut vom Andy. Dann kann ich uns beide hochheilen. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich würde halt gerne den Stapel hier verkleinern. Einfach. Dass ich keine 4 Granaten mitnehme, sondern halt 2 oder so. Aber naja, geht ja irgendwie nicht. Kann ich da den Damage nochmal? Ja. Mal schauen, wie gut ich mit der klarkomme mit der Pistole. Macht deutlich mehr Schaden, aber kann ich critten. Mal gucken.